Wir befinden uns im Jahr 2012. Ganz Europa ernährt sich von Genfood und Cola. Ganz Europa? Nein. Ein kleines Dorf in Niedersachsen leistet erfolgreich Widerstand. Es ist umzingelt von den vier Lagern der Macht. Aldi, Netto, Lidl und Spar. Doch davon lassen sich unsere unbeugsamen Niedersachsen nicht beeindrucken. Für sie gilt das Sprichwort, was de Boer nicht kennt, dat fritt er nicht. Von diesem Dorf unbeugsamer Niedersachsen handelt unsere kleine Geschichte. Und das sind unsere Helden. Das ist vor allem und zuerst Hastings. Hastings ist ein unbeugsamer Punker. Er ist zwar klein, aber fix und bei Verstand. Sein Ruf als Schnorrer ist legendär und bringt ihm im ganzen Dorf Achtung ein. Moin, hast du nix? Moin, hast du mal ein Wildschwein? Hey, super! Danke! Hey, super, ey! Was der Boer nicht kennt, das will ich nicht. Aber wenn es ernst wird, wenn Römer, Franken oder Missionare kommen, dann entwickelt Hastings ungeahnte Kräfte dank seiner Zaubersuppe. Das ist eine Schule. Hier kommt auch schon Hastings bester Freund Pöbelfix. Immer dabei sein kleiner Hase tut nichts. Pöbelfix betreibt einen Schmuckladen. Er handelt mit Donnerlauch, Drudenstern und Hinkelstein. Moin, Pöbelfix. Hast du zufällig einen Donnerlauch für meine Kajajo? Wir wollen uns heimlich verloben. Nö, die sind gerade ausgegangen bei Donner im Lauch. Aber wie wär's mit einem Hinkelstein? Ich dachte, mehr was Unauffälliges wegen ihren Eltern. Man kann die Hinkelsteine auch an der Kette unter der Bluse tragen. Ich überleg's. Was der Boer nicht kennt, das frägt er nicht. Leider ist er als Kind in den Kessel mit Zaubersuppe gefallen. Deswegen ist Pöbelfix etwas überproportioniert und darf jetzt keine Zaubersuppe mehr trinken. Ey, hast du nix? Hast du mal einen Schluck Zaubersuppe über? Pöbelfix, du weißt doch, dass dir die Suppe nicht bekommt. Du bist als Kind in den Kessel gefallen. Voll psych! Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Zeug schmeckt. Die Zaubersuppe bereitet Knorrfix, der Kochkollektivist, zu. Er ist der Heilkundler des Dorfes.
Zaubersuppe mit frischer Petersilie hilft gegen Halsweh und gegen Rheuma. Wenn man den Bruder nicht kennt, dann dreht ihn nicht. Erwähnen müssen wir noch Clubmix in Skalden. Nee, wo bleibt der denn? Hat jetzt seine Gitarre irgendwo vergessen. Ach, da ist er ja. Diesen Gitarrengriff habe ich selbst erfunden. Über sein Talent gibt es verschiedene Auffassungen. Manche halten ihn für unnachahmlich. Alle sind sich einig darin, dass er unbeschreiblich ist. Du musst dich irgendwo weg, dies ist dein Leben. Ja. Nicht vergessen dürfen wir natürlich Matrix. Hiermit erkläre ich die Dorfumgehungsstraße für eröffnet. Er hat nur eine einzige Angst. Das, was ich freten do, was ich nicht kennen do. Jedenfalls, zusammen sind sie unschlagbar. Und dies ist ihr Abenteuer. Hastenix und Pöbelfix und der Kampf gegen Genix.
bin jetzt Veganer. So, jetzt ist es raus. Digga, was? Veganer. Veganix? Hier, schau mal. Wie immer. Und alles vegan. Seit wann? Seit eben. Ich esse keine Tiere mehr und ich trinke keine Milch mehr. Das macht doch nichts, hast du nichts. Dann. Macht doch nichts, hast du nichts. Als wenn ich ja deine Tiere essen, ja, das hat mir auch Milch trinken. Das tue ich doch gern für dich. Ja, aber ich möchte auch keine Milch mehr jagen, weißt du? Das ist nicht eine Art Grippe? Sellerie oder etwas Hartfortbrütze oder ein bisschen Lauch. Oh! Hier bitte! Danke bei dir, dem Fruchtbaren. Ja, das ist doch ganz gut für den Anfang. Und das willst du jetzt essen? Schnittlauch ohne Wildschwein? Ein kleiner Schritt für mich. Ein großer Schritt für die Menschheit. Moin, Pöbelfix! Moin, Rastafix! Moin! Sag mal, Pöbelfix, hast du da schön Trudenstein auf Lager? Sind ausgegangen. Also, es kommt nämlich meine Nichte zu Besuch. Da wollte ich sie mit einem kleinen Geschenk überraschen. Na, dann wäre so ein Hinkelstein doch genau das Richtige. Ich kann ihn auch einpacken. Ja, weiß nicht. Wie heißt sie denn? Ihr Name ist Bella Baller. Sie studiert in Stockholm interkulturelle Raumgestaltung. Sie will ihre Bachelorarbeit über uns schreiben. Wir sind die letzten frei lebenden Barbaren Europas. Darauf dürfen wir ruhig ein klein wenig stolz sein. Aber ihr beiden, wollt ihr sie nicht abholen? Sie kommt um 3 mit den Vandalen. Ich habe Angst, dass sie den Weg ins Dorf nicht findet. Ja, ach, das machen wir doch gerne, ne, Pöbelfix? Klar machen wir das. Na, dann Manto. Na, dann Manto. Ich bin Matrix. Ich wirke im Verborgenen. Was machst du da? Technik. Liebste, kannst du mich sehen? Hör zu, dein Bruder aus Odensee hat eine Taube geschickt, doch seine Tochter schon da ist. Heißnix und Pöbelfix holen sie gerade von den Vandalen ab. Ja, ja, genau, die holen sie gerade ab. Na dann nach Hause, wir müssen eine Kammer für die Maid klar machen. Die Taube ist auch gleich da. Meine Güte! Wieso siehst du mich noch? Ja, das frage ich mich auch schon seit 20 Jahren. Und ihr, was gibt es noch zu machen? Europas.
schaffen wir das nicht. Aber wenn ihr euch auf mich verlasst, dann seid ihr verlassen. Wie sieht es denn aus im Euroland? Da rufe ich mal meinen Schatzmeister. Schatzmeister! Sie haben gerufen, meine Herren? Bin Sie nicht, erteile mir Rapport. Kann ich nicht setzen, meine Herren? Rede nicht, stehe. Ich muss auch hart arbeiten für meinen Lohn. Aber der Stuhl ist doch frei. Der Stuhl ist reserviert für Herrn Sauer, falls er mich auf der Arbeit besuchen kommt. So, jetzt ist es ja schön warm. Und, haben wir endlich alle besiegt? Auch die widerspenstigen Barbaren im Norden? Ja, ich melde, die Isländer wollen den Euro. Die Dänen kauft man schaffen nicht. Macht nichts, die sind elendsabhängig. Die wundersame Geldvermehrung hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Wir müssen unsere Goldreserven aufstocken. Unsinn! Die Reichen wissen doch selbst, dass es das ganze Geld nicht gibt. Sie werden es sich nicht schon alles auf einmal auszahlen lassen wollen. Und die Industrie? Verkaufen wir wieder Kutschen? Der Kaiser von China hat für jeden seiner Untertanen eine Kutsche angeordnet. Das läuft doch alles prächtig. Und sind die Leute in meinem Reich zufrieden? Oh ja, Herrin, sehr zufrieden. Und schlucken Sie auch tüchtig den Müll, den wir Ihnen anbieten? Ja, Herrin, das tun Sie. Alle? Ja, Herrin. Na super, dann geht's zu Meckes und hol mir einen Burger. Ich hol mir nachher was aus dem Bioladen. Was? Also. Was? Nein! Nein! Wer ist es? Ein kleines, ganz unbedeutendes Dorf. Oben im Norden. Unbedeutend? Ja, es ist umgeben von Wald und Sumpf. Es ist das ganze Jahr neblig da oben. Niemand will da wohnen. In Dänemark? In Niedersachsen. Haben wir da schon unsere Römer hingeschickt? Verhauen. Und unsere Franken? Verhauen. Und die Missionare? Verhauen. Was können wir denn dann noch tun? Wir müssen sie besiegen. Denn nur wenn alle gemeinsam an Europa rumfuschen, kann es gelingen. Da können wir nicht einfach so ein paar Separatisten haben, die ihre eigene Währung einführen. Mit Verlaub, sie haben keine Währung. Sie haben keine Währung? Sie zählen ihre Kühe und die Porree steigen. Wir haben sogar zwei Geheimzeichen danach benannt. Das Zeichen für Porree soll ihnen Glück bringen. Aus dem Porree brauchen sie Zaubersuppe, die sie unbesiegbar macht. Ich muss mich wieder setzen. Meine Herren. Ja, setzen Sie sich. Ich sehe, Sie sind verzweifelt. Meine Herren, ich spreche im vertraulichen Flüsterton. Ich höre. Wir haben noch eine Geheimwaffe. Es ist ehrenvoll, dass Sie sich anbieten, aber Sie sind zu alt, Sie dürfen sich nicht in Gefahr bringen. Zu gütig, meine Herren. Zu gütig. Aber ich meinte, eine Spion. Eine Spione? Ja, haben wir denn eine Spionin? Ja, haben wir. Sie kann sich blitzschnell in jedes Thema einarbeiten. Warten Sie es ab. Oh, es klopft an der Tür. Machen Sie auf. Guten Tag. Wir kommen von dem Karolinska-Institut in Stockholm. Stockholm? Ich ahne bereits etwas. Ja, das Karolinska-Institut hat den Nobelpreisen für Physik 2008 erfahren macht ein verhängendes Experiment. Das Würfel machen auf Kugeln. Oh, endlich! Ich bekomme den Nobelpreis! Bitte? Was ist denn daran so komisch? Sie ist der Spion. Ich weiß nicht, was daran witzig sein soll. Oh, zu komisch. Oh nein, meine Herren. Ich habe das Ganze recht. Es ist überhaupt nicht wirklich witzig. Ganz famos. Sogar mich, die Macht, hat sie mir das Licht geführt. Wie ist euer Plan?
Niedersachsen. Ich
Was ist das? Oh, keine Farbe. Das ist mein Nalle. Man kann da auch reinsprechen und dann kann man damit mit jemandem sprechen und dann sage ich es immer den Nalle und der Nalle sagt es dann genauso weiter, wie ich es gesagt habe. Der Teddybär Kurin. Ihr seid wirklich richtige Barbaren. Na, dann wollen wir mal. Wo ist denn das Dorf? Ach, ich kenne den Weg dort. Ich bin mal gespannt, was aus Torleif ohne X geworden ist. Aus Torleif ohne X? Ja, Torleif ohne X, der Hübsche. Oh, voll der Angeber. Labert immer rum und keiner versteht ihn. Wir haben als Kinder immer zusammen gespielt und er hat mir die ganzen Jahre über geschrieben. Der ist ganz okay. Ach, ich sehe schon das Dorf. Wie ich mich freue, ihn wiederzusehen. Bei Frodo, dem Glücklichen. Frodo, der Glückliche? Wer ist das denn? Ein dänischer König. In seiner Zeit waren die Fjorde voller Fische und das Land sagenhaft reich. Das Weizen wuchs und die Laubstangen waren mannshoch. Und die Liebenden, die lieben einander treu und innig. Aber Pöbelfix, was hast du denn? Weil sonst sind wir voll eingeengt irgendwie und so.
Verstehst du, was ich meine? Ja, also ich dachte mir, ich habe meinen eigenen Standpunkt, auf den muss ich mal einlassen. Und bin ich ja voreingenommen, mir selbst gegenüber. Genau so sehe ich das auch. Wollte ich gerade sagen. Ich finde das auch gut, so wichtig, ja, dass man darüber reden kann. Weil es gibt so viele, die tun einem echt leid, die können nicht und die wollen nicht. Und, aber das macht alles nur die Gesellschaft. Also, halt auch, dass man halt manchmal so... Da verstehe einer die jungen Leute. Die reden voll psych. Bei Sigmund, dem Freudianer. Ich warte. Gut.
Ich warte. Ja gut, warte. Ich warte. Oh, da kommt jemand. Ich trete lieber in den Hintergrund. Zack. Aber ehrlich gesagt, ich mache mir da nichts draus.
Geh lieber Laufstangen jagen. Hast du gesehen? Sie sieht mich einfach nicht. Ach, Pöbelfix. Komm, vergiss sie. Es ist dir noch innere Werte. Hab ich etwa keine inneren Werte? Irgendwann findest du vielleicht ein Mädchen, das zu dir passt. Vielleicht eine, die auch gerne Wildschwein mag und als Kind in den Kessel mit der Zaubersuppe gefallen ist. Die hier, die passt nicht zu dir. Warum nicht? Weil du... Ach, weißt du was? Ich kann dir das nicht erklären. Pöbelfix, du bist verliebt. Da denkt man nicht mehr normal über die Welt. Doch. Man sieht die Welt viel klarer. Hallo, Pöbelfix. Sag mal, hast du vielleicht einen Donnerlauch? Meine Nichte will sich nämlich verloben. Zur Not nimmt sie bestimmt auch einen Hinkelstein. Kennst du das Gefühl, dass man unsichtbar ist für die Welt? Das kenne ich nur zu gut. Aber meine Frau, die holt mich immer auf den Boden der Tatsachen zurück. Findest du mich schön? Nun ja, Pöbelfix, du bist der Stärkste. Außerdem noch der Dickste. Und der Größte. Aber weißt du, meine Frau, meine Güte und ich, wir sind jetzt schon so lange zusammen. Da fange ich nicht mehr mit Männern an. Willst du mich etwa hässlich? Pöbelfix, du bist als Kind in die Zaubersuppe gefallen. Dadurch bist du, wie soll ich sagen, ein Außenseiter. Aber irgendwie auch beliebt, als Kraftbrocken und Spaßmacher. Du bist eben etwas ganz Besonderes, wollte ich damit sagen. Die Wut hat mich geschüttelt. Ich glaube, ich frage mal Knorfix, den Kochkollektivix. Kochkollektivix. Schwieriges Wort, mein Freund. Nur ein Mann, der als Kind in die Zaubersuppe gefallen ist, weiß, wie viel die Schönheit einer schönen Frau bedeutet. Und wer alt ist, weiß, was es wert ist, schön zu sein. Nur wer arm ist, weiß, wie viel es bedeutet, reich zu sein. Wie schön, ihr jung, ihr reich, was wisst ihr von der Welt? Ich weiß, wie es sich anfühlt, die Wut einschüttelt. Man weiß, es ist sinnlos. Insekten fast geschützt ist. Insekten müssen
Sorge. Das ist ganz besonderes Zeug. Das kenne ich. Das ist Lauch. Porree, guter Mann. Porree kenne ich nicht. Sehen Sie, der Unterschied ist hier. Porree ist vor Insektenfraß geschützt. Lauch nicht. Das ist kein Lauch. Es ist Lauch, aber es ist doch etwas mehr als Lauch. Ja, ich weiß. Lauch hat ganz besondere Kraft. Wir brauchen damit unsere Zaubersuppe. Höchst interessant. Ich darf aber keine trinken, weil ich als Kind hineingefallen bin. Deswegen bin ich der Stärkste im Dorf. Höchst interessant. Wie war doch gleich der Name? Pöbelfix. Ah, mein Name ist Gellus. Das kann ich mir nicht merken. Darf ich gehen nix sagen? Nun ja, unter Freunden hat man ja manchmal seinen Spitznamen. Ökelnamen. Ja, meine ich doch. Bist du ein Missionar? Was? Nein, nein. Ich bin genauso angewachsen wie ihr. Woher kommst du denn? Ja, ich habe lange Zeit in Lübeck gewohnt. Als Kind wurde ich von den Franken verschleppt. Ich habe die Gestade meiner Jugend an der nördlichen Elbe nie wieder gesehen. Ich wuchs unter Missionaren auf. Sie gaben mir den lateinischen Namen Genus, aber ich konnte fliehen. Was für eine traurige Liebesgeschichte. Aber es ist doch keine Liebesgeschichte. Es ist so traurig. Es könnte eine Liebesgeschichte sein. Im Dorf gibt es noch mehr von deiner Sorte? Ja, es gibt noch Hastenix, mein bester Kumpel. Aber er ist nur stark, wenn er Zaubersuppe trinkt. Höchst interessant. Ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Wenn du der Stärkste im Dorf bist, dann bist du doch bestimmt der Häuptling. Nein. Das ist Matrix. Der tut so, als ob man ihn nicht sieht. Warte mal, woher habt ihr all diese komischen Namen? Welche komischen Namen? Ja, Pöbelfix, Hastenix, Matrix und er heißt Hase, sag nicht, heißt bestimmt Weltnix. Nein, tut nix. Das ist fast richtig. Alles mit X. Südlich um Hannover haben früher Kelten gewohnt. Die Kelten standen an dem einen Ufer, wir an dem anderen. Oder umgekehrt. Wir standen an dem einen Ufer, die Kelten an dem anderen. Wie man sieht, da riefen wir rüber: Kelten, wie heißt ihr? Da riefen sie: Ihr Barbaren, das geht euch gar nichts an. Da riefen wir: Wie? Da riefen sie: Nix. Da riefen wir: Gilt das für euch alle? Da riefen sie: Wir sagen nix! Stell dir das mal vor, so komisch. Ja, das fand ich doch genau wie ihr. Ja, stimmt. Wir fanden das damals cool und haben das nachgemacht. So komisch. Was soll daran komisch sein? Das sind unsere Namen. Mit Namen macht man keine Witze. Was hältst du davon, wenn du mich jetzt ins Dorf bringst? Ach so. Aber dann merken die anderen ja, dass ich weg war. Was? Verstehe ich jetzt nicht. Nicht so wichtig. Ich auch nicht. Zum Dorf geht's da lang. Gehen wir nicht gerade im Kreis? Pöbelfix, da bist du ja. Hallo, hast du nix, mein Freund? Guck mal, ich hab dein Niedersachsen von nördlich der Elbe gefunden.
Du bist ein Niedersachse von nördlich der Elbe. Ja, ich habe auch ein Taschenmesser. Siehst du, hast du nix. Ein echter Sachse. Wie heißt du denn? Gendos. Meine Freunde nennen mich Gendix. Die Missionare haben ihn gekidnappt. Und du bist ihm entkommen? Ja, genau. Aber nun kann ich nirgendwo hin. Alles, was ich habe, ist in diesem Koffer. Und was ist da drin? Geheimwaffen. Ihr könnt sie bestimmt gebrauchen. Die Wurt hat mich in euer Dorf geführt. Die Wurt? Ja, das sagst du am besten bei unserem Häuptling. Komm mal mit. Sag mal, geh nix. Ha? Bin hingeschlagen, Insektenfraß bekommen. Leidet da drunter dann die Akustik? Makellos und welche Hausfrau wünscht sich nicht makellosen Lauf für die Suppe, nicht?
Ja, wenn wir den klein geschnitten haben, dann sieht man eh keinen Unterschied mehr. Eben. Ich meine, unser Lauch ist gut genug. Oh, das will ich auch gar nicht bezweifeln. Gar nicht, nein. Aber dieser ist so gut, dass ich vor den Missionaren fliehen musste. Vor den Missionaren? Sie wollten den Lauch stehlen, weil er vor Insektenfraß geschützt ist. In Europa herrscht nämlich gerade eine Heuschreckenplage. Eine Heuschreckenplage? Wenn die nun hierher kommen und meine Steine auffressen. Ja, die sind schon unterwegs, mein Lieber. Und ich habe Heuschrecken gesehen, die haben ganze Dolmen an einem Tag abgenagt. Was wollt ihr denn alle? Na, wir wollen auch den Wunderlauch sehen. Wir haben gehört, damit bleibt eingelegter Hering länger frisch. Es ist nämlich so, das müssen Sie wissen. Mein Mann gibt nichts. Und ich, wir betreiben eine Fischwirtschaft. Ja, bitte. Und das Publikum ist natürlich auch sehr anspruchsvoll. Ja, so ist das. Letztens hatte Kajal um ihr Fisch vom Markt mitgebracht. Der Roch. Ja, doch, Fisch muss noch bedrücken. So ist das. So klar ist das gar nicht. Die Menschen sind heute anspruchsvoller als früher. Vielleicht wohl mein. Die sagten immer, was der Bühr nicht kennt, das friert er nicht. Aber wenn nun durch die neue Lauch... Sie sagen übrigens Porree. Porree. Beherrschst du die Sprache, beherrschst du die Köpfe. Ja, wenn nun also der Porree bewirkt, dass der Fisch länger haltbar ist... Für die langen Verkehrswege von der Nordländer hier können wir nicht. Was kostet denn so ein Porree? Ich habe draußen vorm Dorf zufällig noch etwas Saatgut geparkt. Das könnte ich für ein paar Euro abgeben. Aber wir haben ja gar kein Geld. Wir betreiben vorrangig Tauschwirtschaft. Das macht nichts. Ich gebe Ihnen Kredit. Kredit? Sagen wir, ich gebe euch einen Mikrokredit, damit ihr den Porree anpflanzen könnt. Und von den Einnahmen gibt ihr mir noch Prozente. Und dann gebe ich euch einen Makrokredit, damit ihr noch mehr für Porree pflanzen könnt. Na, wie ist das? Was denn für Einnahmen? Ja, ist doch klar. Bald wird jeder unseren Porree haben wollen. Dann können wir ihn gewinnbringend verkaufen. Er hat uns einen Porree gesagt. Wie schön. Er will mit uns teilen. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir manipulieren euch. Natürlich habe ich Verständnis dafür, dass alteingesessene Händler wie unser Freund hier ihre Skepsis haben. Und darum sage ich euch, beteiligt euch am Markt. Aber das können wir nicht so einfach beschließen. Wir müssen erst ein dickes Ding einberufen. Und jetzt gleich? Ein dickes Ding geht doch nur bei Vollmond. Nur bei Vollmond. Und bei Vollmond ist auch die beste Pflanzzeit für den Lauch. Dann schlage ich vor, wenn das schon so ist, bis Vollmond darf nichts Neues im Dorf gepflanzt werden, damit keine Vorabentscheidungen getroffen werden. So sei es. Ich weiß nicht. Dann, endlich ist es Vollmond. Das Dorf trifft sich bei der Dorflinde, um das große, das sogenannte dicke Ding abzuhalten. Moin, Dorflinde. Wir kommen zu dir, um unser dickes Ding abzuhalten. Es sei so. Also, bevor wir beginnen, bitte ich euch alle,
mir einmal euer Taschenmesser vorzuzeigen. Wenn du was sagen willst, kannst du weiter. Wer macht das Protokoll? Klubmix? Gerne, alles auswendig. Danke. Nun nenne jeder seinen Namen für die Anwesenheitsliste und nenne eine Gottheit oder einen Vorfall. Gibt nichts. Fix Fischhändler von Elke dem Bellreiter. Ritter. Zeuge. Kantine, Fischhändlerin bei Rahn, der Wellensäugerin. Behält nix. Rentor bei Manus dem Alten. Ich bin die Utopie. Ich blicke in die Ferne. Von Beruf bin ich Kayayo. Männer dürfen diesen Beruf übrigens nicht ausüben, weil sie unzuverlässig sind. Aber es kommt eine Zeit, wo Männer das Gemüse mit zärtlicher Hand nach Hause tragen werden. Die Männer werden Karotten schälen und die Frauen werden nicht die Jäger lieben, nicht die Krieger und nicht die Helden. Die werden die Schnillen lieben und die Weichen, die Nachdenklichen, die Dichter, die Verschrumpelten, die Einäugigen und die zu früh alt gewordenen. Wir sind schon fast verlobt. Ich will es glauben, auch wenn es unmöglich ist. Denn ich war noch nie verlobt. Die Utopie bin ich. Ich sage das alles bei Wieder dem Schweigsamen. Hübsch gesagt. Wer hat mich gerufen? Toll, hübsch. Bei Walter dem Schönen. Wie schreibt man Torleif mit? Ohne X. Ich bin Bella Malla, Studentin und Lebensabschnittverlobte. Bei Iva dem Regal. Da. Hast du nix. Punker bei The Way. Pöbelfix, Schmuckhändler, bei Donner dem Lauch. Kornix, bei Müsli dem Rüchchen. Otto Dixe, bei Mathis dem Marder. Oh, wie lange dauert das denn noch? Protokoll ist Protokoll. Führt ihr eigentlich nördlich der Elbe kein Protokoll? Doch, doch, natürlich. Ja, dann weiter. Knorfix, Kochkollektiv, bei Rote Beete. Meine Güte, bei Freya, der Gärtnerin. Dorf Linde, bei Yggdrasil der Esche. Und das ist mein Baby, bei Plumps dem Sack. Matrix, Bürgermeister, bei Wurzel. Was soll ich sagen? Bei Wurzel dem Wandel. Und euer Name? Genix? Ich? Genix bei... Ja? Bei Gunnar dem Glotzäugigen. Ja? Gunnar der Glotzäugige? Nie gehört. Ist das ein Vorfahr? Dann nehme ich Loki den Zwietrachtstifter. Gut. Okay. Gunnar den Glotzäugigen streichen. Lob hier den Zwietrachtstifter ins Protokoll. Wird gemacht. Und ich merke mich selbst. Clubmix, mein Vorfahrer ist Snorre der Isländer. Okay. Sind 40% Frauen anwesend? Auf- oder abgerundet? Ist das Kind eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Es ist ein Junge oder ein Mädchen. Also bei uns in Stockholm haben wir so einen Kindergarten, wo man weder noch Junge oder Mädchen ist. Also wenn ich mich mal dann von Torleif und X getrennt habe,
Strafe für unser Kind dann aufwachsen. Das ist eine gute Idee. Gut, dann beschließe ich jetzt, dass wir beschlussfähig sind. Unter Punkt 1 steht eine Ansprache des Bürgermeisters. Aber das ist doch wohl nicht wahr, Sir. Ich erhebe mich nicht, denn ich stehe bereits. Liebe unbeugsamen Niedersachsen, wir sind die letzten Barbaren Nordeuropas, Dänemark mit eingeschlossen. Denn wie ihr alle wisst, gibt es dort keine Barbaren mehr. Kürzlich schickte mir mein Bruder eine Nachricht. Alle Dänen müssen ihre Taubenkästen jetzt auf der gleichen Höhe anbringen, damit der Taubenmann sie von der Kutsche aus erreichen kann, ohne auszusteigen. Damit wurde Dänemark der Barbarenstatus aberkannt. Oh, schade! Aber auf den Schafinseln gibt es noch Barbaren. Wir sind die letzten Barbaren Nordeuropas. Bis auf die Schafinseln, die zu Fuß aber nicht zu erreichen sind. Man kann auch ein Landschiff bauen und hinfahren, so das habe ich früher öfter gemacht. Oh, jetzt lass ihn doch eigentlich reden. Warum erzähle ich euch das, wo ihr das doch selber alles besser wisst? Ja, warum? Weil ich euer Bürgermeister bin. Und weil ich euch an unsere Verantwortung erinnern will. In ganz Europa, außer natürlich bei uns, herrscht schon die Macht. Man kann sie nicht hören. Man kann sie nicht sehen. Schreck! Es gibt sie doch. Schreck! Aber man kann sie verhauen. Ja! Wenn man vorher Zaubersuppe getrunken hat. Ja! Manche sagen, die Macht wird vergöttert in der Darstellung einer Frau. Na, das ist doch in Europa alles super, oder? Dennoch ist sie die Macht. Egal ob weiblich, ob männlich, ob beides, ob sachlich oder sächlich. Nicht das Geschlecht entscheidet nämlich über gut oder böse, sondern was? Darüber zerbrechen sich die Gelehrten den Kopf. Wir nicht. Wir wollen gar nicht unsere Ruhe haben. Wenn die Macht über uns siegt, was geschieht dann? Ja, was? Dann kommen Römer, Franken und Missionare in unser Dorf. Hilfe! Hätten Sie die Antwort fragen sollen, wenn Sie das tun? Setzt euch! Meine Rede ist noch nicht zu Ende. Und was hat uns immer geholfen? Zauberer! Meine Rede ist zu Ende. Matrix, unser Bürgermeister, hat recht. Wir konnten uns doch immer auf unseren Lauf verlassen. Und Knorfix, der hat uns immer Zaubersuppe gebraut. So soll es auch bleiben. Und deswegen bin ich gegen die Einführung des neuen Porries. Und während wir hier sitzen, verstreicht der Vollmond. Der Vollmond. Das ist die beste Zeit, um Lauf zu pflanzen. Dann möchte ich euch ein Angebot machen. Mein Porree wächst zu jeder Mondphase. Pflanzt den patentierten Porree an und ihr habt mehr Zeit zum Rumgammeln. Aber wenn alle rumgammeln, wer ernährt dann die Schnorrer? Der Porree, guter Mann, wächst fast von alleine. Ihr braucht nur ab und zu ein wenig Kredit. Und da ihr ja nun die Pflanzzeit für den Lauch habt verstreichen lassen, denn gerade verschwindet der Mond in den Wolken. Habt ihr auch gar keine andere Wahl. Der Mond ist weg. Was tun? Wer ist denn dafür, dass wir den neuen Porree anpflanzen? Bitte ein Handzeichen. Thank you.
zufällig ein bisschen Hafergrütze für mich? Moin. Ich sagte Moin und das jetzt schon dreimal. Warum steht ihr da so? Könnt ihr nicht mehr reden? Wir dürfen nicht reden. Wer sagt das? Ihr nix sagt das. Wir bewachen das Horrifeld. Ihr bewacht das Horrifeld? Warum denn das? Ihr nix sagt, die Macht hätte Spione. Sie würden versuchen, den Porri zu stehlen. Deswegen dürfen wir niemanden an den Porri lassen. Und wenn jemanden etwas Porri stiehlt, sollen... Aber wenn jemand den Porri kaputt machen will, sollen wir ihn daran hindern. Ja, dann passt mal gut auf, ihr zwei Hübschen. Die Spinde. Wächst der Bart an einem Tag.
Tanz möge beginnen. Clubmix spielt auf. Auftrag ausgeführt.
einen Beweis. Hier kommt der Beweis. Tinnitus, der Römer, möge eintreten. Mein Plan. Wir sind ohne Zaubersuppe. Nun kann es nur noch die Macht der Fantasie helfen. Jetzt kommt meine große Stunde. Wir werden sie besiegen mit einem Lied. Und ihr müsst uns unterstützen. Hier ist der Text. Gebt den Lauch niemals auf, gebt den Lauch niemals auf, ändert auch die Welt ihren Lauf. Hört nur auf deinen Bauch, kommt ein Ton, es ist Lauch. Und du lebst, und der Lauch lebt auch. Es geht noch weiter. Gib den Lauch niemals auf, gib den Lauch niemals auf, geht die Welt auch am Ende noch drauf. Ist unsere Zeit Schall und Rauch, bleibt vom Lauch nur ein Hauch. Sing das Lied und der Lauch singt auf. Jetzt singen das Klavier und ich es einmal vor. Oh,
ihr meinen. Ihr habt Schulden gemacht. Ihr habt auf Kredit erhalten. Neuartigen Porree, Mittel gegen Insektenfraß und außerdem Boden. Ihr habt den Wald unserer Vorfahren abholzen lassen. Ihr wolltet doch unbedingt in die Zukunft investieren, oder nicht? Ohne Wald keine Zukunft. Ihr könnt eure Schulden verlängern, wenn ihr jetzt dem Euroraum beitretet und den Kredit bei uns aufnehmt. Niemals! Dann lassen wir die Römer, die Franken und die Missionare los. Haut ab, ihr seid doof. Haben keine Angst. Unsere Schilder sind aus Alu. Doch habt ihr. Eure Zaubersuppe wirkt nicht mehr. Wir haben eine viel stärkere Waffe. Dass ich nicht lache. Titulus, beginne. Wir haben die Waffe der schweigenden Mehrheit, die sich erhebt zu einem Lied. Klubmix, das ist dein Tag. Ich werde sofort einen Einsatzplan machen. Ich werde alle zu Weltbürgern machen. Ich werde meine Spione ausschicken. Wir werden sie unterwandern. Das System von innen aufhöhlen. Und alle werden aus einem Topf essen. Und willst du nicht mein Bruder sein, so komm du in die Suppe rein. Mir scheint fast, die Menschen ändern leichter ihre Ansichten als ihren Charakter. Kein Thema! Asterix und Pöbelix haben mich von der Museumsinsel befreit! Er hatte sich in einem Bild von Paul Gauguin versteckt. Bitte? Ich habe nur am Strand gesessen und rumgelauert, ehrlich. Ja, ehrlich.
Nur die Anstrengung der Reise. Ein kleines Fest. Er wird sich wieder erholen. Und so sind unsere Freunde wieder glücklich und unbezwungen. Und bei diesem Fest darf sogar Club Mix singen. Zeit des Wanderns. Hab Dank für die Eure.